Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales. So, heute wird's wieder chillig. Wir müssen aber einmal noch Peters Quest wiederholen. Why ever, er hat's nicht gesaved. Also sie ist auf jeden Fall als Quest wieder angegeben. Wie gewinnst du einen Faustkampf am schnellsten? Setz deine Fäuste nicht ein. In dieser Herausforderung schnappst du dir Sachen und prügelst damit herum. Das geht mit Objekten, Waffen, sogar mit anderen Gegnern. Jeder Treffer gibt einen Punkt. Geh zum Starten zur Markierung. Werfen wir mal Zeug auf Fake Bros. Okay, das dürfte auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen leichter werden als seine anderen Quests. Ich meine, die waren jetzt nicht besonders schwer, aber unangenehm. Also der ein oder andere war vielleicht ein bisschen schwer. So. Jetzt sollen wir die einmal mit ihren eigenen Stuff vermöbeln. Können auch gleich mal den Schneemann schmeißen. Ja. Oh, Merry Christmas. So. Und Backstein. Was ist grau und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. So. Wunderbar. Hier haben wir auch noch einen. So, für dich. Du kannst auch noch einen Stein haben. Haben wir noch einen Stein. Ja, könnte ich machen. Ich kann aber auch mega cool Shit machen hier. Okay, pass auf. Wir spinnen jetzt mal einen ein. So, und schmeißen ihn in die Meute. Moshpit. Geht das auch Zeit? Spektakulär, unglaublich. Oh mein Gott, wir sind total out of time. Ja, so viel dazu, ne? Dass der. Das ist absolut einfach, was Peter heute von uns will. So, der nächste Versuch startet jetzt. Also, so viel dazu. Es ist absolut einfach, diese Quest, die er von uns erledigt haben will. So. Jetzt müssen wir einmal hier die Leute ein bisschen zügiger vermöbeln. So. Okay, jetzt nochmal mit der eigenen Waffe. Oh, das war knapp. So, Leute auf Leute schmeißen. Können wir auch. Wie schmeckt dir das Hologramm? Mein Gott. Also, es nützt nichts. Wir können die nicht einfach nur hier abschmeißen. Er hat uns schon zweimal getroffen. Wir müssen theoretisch beides machen. Also wir müssen sie... Wir haben leider nur Silber erreicht. Spektakulär. Das reicht uns nicht. Wir wollen ultimativ. Also das kriegen wir ja wohl hin. Wieso hat der mein Spiel geschlossen? Kleiner Moment, wir sind gleich wieder da. So. Einmal im Kreis. Den schmeißen wir auch nochmal, damit wir die Quest erledigt haben. Und jetzt gibt es einfach nur noch auf die Schnauze. So. Oder wir kriegen einfach auf die Schnauze. Er ist genau vor mir gespawnt. Mieser Dreckskerl. So. Piet muss mir sagen, wo das Gebäude ist. Kann ich so eine Schüssel wo des Dark Queens werfen? Okay. Jetzt noch die anderen. Vorsicht, da sind Fernkämpfer im Einsatz. Ja, ja, haben wir gleich. Kein Problem. Ich krieg die nicht. Ich kriege nicht das Ultimativ. Du weißt, wie gerne ich das Wort spektakulär verwende, also? Ja, ich verwende auch gern spektakulär. Das war eine spektakuläre Aktion. Ich muss ehrlich sagen, ich geb's auch. Ja, komm. Scheiß der Hund drauf, oder? War ja trotzdem cool. So. Wir müssen jetzt einmal gucken, wo müssen wir denn noch hin? Wir haben jetzt hier noch diese Nebenquest zurück auf Start. Und dann haben wir die Prowler-Missions auch alle durch. Hier haben wir noch einmal Kampfherausforderungen. Gut, die Kiste, an die wir nicht rankommen. Die Kiste, an die wir rankommen. Und die Kiste am Hafen. Holen wir uns die Kiste und gehen dann rüber zu der Mission, würde ich sagen.
Und dann haben wir den nächsten Anzug. Oh, mehr Schwung holen. Gute Idee. Ne, ich denke mal, das ist ganz, ganz passabel, wenn wir in der Reihenfolge vorgehen. Heute möchte ich ein paar Gerüchte ansprechen, die in den Kaschemmen und Billardhallen die Runde machen. Nämlich, dass Wilson Fisk Harlem angeblich destabilisieren möchte, damit er billiger und einfacher an Immobilien kommt. Und das aus dem Gefängnis heraus. Also, Sie wissen ja, dass ich Verschwörungstheorien ablehne. Ja. Bin ich der Erste, der Vergehen verdammt. Aber bis dahin ist es toxisch, unverantwortlich und falsch. Vor allem Jonah, ne? Und hetzerische Behauptungen zu wiederholen. So. Ein derartiges Verhalten würde ich von jemandem wie Spider-Man erwarten, der bekanntermaßen ein großer Freund instabiler Nachbarschaften ist, weil es dadurch mehr Verbrechen gibt und mehr Gelegenheit für ihn, sich zu profilieren. Also, passen wir auf, was wir sagen und bleiben wir bei den Fakten, okay? Genau, Fakten ist nämlich, dass Jonah J. Jonasson absolut gegen Verschwörungstheorien ist, ja, und gegen Gerüchte. Der hat's lieber, wenn alles auf Fakten basiert und bloß nichts vorher preisgeben, ohne die Wahrheit zu kennen. So. Haben wir hier noch ein paar Gegner? Oh, das war jetzt aber schnell. Das ging ziemlich zügig voran. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir... Müssen wir das kaputt machen? Ah. Oh, und wir haben aktuelles Verbrechen direkt in der Nähe. Ich liebe es, Geschenke auszupacken. Der gute Jonah. Was eine ehrliche Seele, oder? Aber ein total sympathischer Typ. So. Ich finde ihn cool. Fotos von Spider-Man. Oh, ein Fisk-Transporter. Ich muss dem Fiesfahrer helfen und die Räuber verjagen. Spider-Man, Hilfe! Ruhig, ich bin hier. So. Ja, will ich auch gar nicht. Also, nicht direkt auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh yeah. Ich liebe es, mit neuen Moves mich selber zu überraschen. So. Ey, die Kampfszenen, das ist schon ein halber Film, oder? Also muss man ehrlich sagen. Das ist so futuristisch. So, den noch einmal wegholen. Oh, jetzt war ich auf die Granate fokussiert. Komm mal her. Oh, da haben wir einen abgekriegt. Ja, Moment. Au, au. Das war knapp. Jetzt musste ich echt noch ein paar Kugeln einstecken. Nur damit ich nicht doof dastehe. Und der Fiesfahrer da nicht überfallen wird. Absolut durchlöchert von seinen eigenen Leuten. Ja, erstmal nachladen, ne? So. Ob klein oder Großkrimineller, diese Typen machen vor nichts halt. Autsch. Was war das? Ach, der hat dieses komische Schwert. Okay, wir müssen mal etwas umdisponieren. Und immer rein in die Olga.
Okay, den haben wir. So. Alter, hier sind aber ganz schön viele, ne? Was? Naja, so eine Kabeltrommel, die hat ja kein Gewicht, ne? Die kann man ruhig mal abkriegen und nichts passiert. Warst du das eben? Boah, ich bin für Gleichberechtigung. Die kriegt genauso in der Fresse wie die Männer. So, wunderschön. Danke, Spider-Man. Ja, kein Problem. Sonst stellt ihr die Polizei die ganze Nacht Fragen. Ja, gib mir $100 und wir sind quitt. Jetzt schwing ab, wir müssen arbeiten. Ziemlich frech da. Wenn man überlegt, wie viel Arbeit ich von den Typen mache, ne? Dann ist das schon sehr unverschämt. Wir haben keinen Platz für Amateure. Amateure? Er hat mich Genau. Pass auf, das hören wir uns gleich mal an. Bin nur einmal hier. Können wir eigentlich... Nein, den können wir nicht freischalten. Aber wir haben doch schon wieder die Möglichkeit, hier einen Anzug freizuschalten. Rettet. So. Genau, sag's ihm. Ich hab dich gerettet. Wo war die Polizei? Los, sag's ihm. Wo war die Polizei? Hey, Spider-Man. Ich dachte, du kannst gerne Nein sagen. Nein. Es wäre toll, dich in meiner Show zu haben. Nein. Ich hab's nicht so mit Publicity. Geheime Identität und so. Verstehst du? Klar, total. Kein Druck. So, jetzt wollten wir zu der Mission, ne? Weitergehen. Ich will das Spiel eigentlich gar nicht so durchrushen, aber ich weiß natürlich, dass jeder, der sich das anschaut, und es gibt ja immer ein, zwei Leute, die gucken sich das auch komplett an, die Folgen. Und in der Regel will man ja dann immer was sehen. Wenn ich jetzt hier nur rumschwinge und Scheiße laber... Gut, Scheiße laber ich so oder so, ne? Aber wenn ich nur rumschwinge und so kleine Verbrechen löse, das guckt sich ja, will ja keiner sehen. Ne, man will ja schon ein bisschen von der Story und den Nebenmissionen sehen. Oh, ich hab gedacht, ich flieg da jetzt perfekt durch. Ich würde gerne mal wissen, auf was das fokussiert ist, dass, ob das geht oder nicht. Also wovon das abhängig ist. Dass ich da durchschwingen kann oder eben nicht. Ich weiß, es gibt so ein paar richtig geile Videos im Internet. Aber das sieht dann immer... Hi Leute! Das sieht dann immer so aus, als wenn die Leute die Spots gefunden haben und dann extra nochmal hingegangen sind zum Aufnehmen. Aber man kann... Hey, Danica. Also, was deine Show angeht... Die Sabbeltante. Klar, total. Ich glaube, die Leute würden gern mehr über den neuen erfahren. Also, man kann wirklich durch manche Dinge richtig geil durchfliegen. Und so richtig coole Moves machen, aber ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Aber bei dir zählen Kugeln ausweichen und Hochhäuser hochlaufen dazu. Vielleicht in den Ferien, wenn ich mehr Zeit habe. Oh! What the fuck? Oh Gott, scheiße. Okay. Urban Surfer werde ich nicht. Ich dachte, ich kann einfach so an den Zugrand jumpen und fahre dann da easy peasy mit. Aber dass der GTA-Style mäßig mir einfach meinen Arsch aufreißt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht in den Ferien, wenn ich Okay, wir müssen ja trotzdem direkt hier vorne hin. Wenn ich Urlaub habe bei meiner Arbeit, ja. Aber das ist ja ein Ding. Also damit habe ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Das ist das beste Kompliment. Ich dachte, wir netzen uns daran und dann fahren wir ein bisschen mit dem Zug oder so. Wenn deine Sommerpause anfängt. Bye. Ja, vielleicht, wenn einer weiß, ob es nur bestimmte Spots gibt oder ob ich einfach hier irgendeine Tastenkombi nicht verstehe, nicht verinnerliche, wie auch immer, und würde das in die Kommentare schreiben, dann würde ich natürlich nochmal mich an dem Spiel ransetzen
entweder noch ein zweites Mal durchspielen oder dass wir einfach mal so hin und wieder durch die Stadt schwingen und gucken, wo kann man welche geilen Moves machen. Das wäre natürlich auch schon was. Also hätte ich Lust drauf, könnt ihr gerne reinschreiben, ob ihr da auch Lust drauf hättet. Da kann man neidisch werden auf sein Kellerlabor. Okay, das ist eindeutig unser Onkel. Kunst an der Wand. Geiles Schwein. Punchingbag. Vielleicht sollte ich es mal probieren. Nein, ich mach's noch kaputt. Was? Nein, machen wir nicht. Ich darf echt nicht? So, hab was für dich gemacht, sollte dir helfen. Nutze die Geräusche der Stadt. Nutze die Geräusche. Frequenzsperre? Jeden Tag was Neues. Okay, also cool, dass er aus den Geräuschen Beats macht, aber das klang jetzt nicht so fancy. Du hast gefragt, warum dein Dad und ich keinen Kontakt mehr hatten. Er suchte den Prowler. Er stieß auf meine Klienten. Typen nice. Wie Simon Krieger, Wilson Fisk. Dein Dad durfte sich mit solchen Leuten nicht anlegen. Oh nein. Für dich und Rio. Also sagte ich es ihm. Ich wollte, dass er sich zurückzieht. Und das tat er. Endgültig. Er wollte mich nicht in deiner Nähe, damit du nicht wirst wie ich. Hoffentlich hilft dir der Anzug dabei, es besser zu machen. Pass auf dich auf, Spider-Man. Danke, Onkel Aaron. Für alles. Also theoretisch, ich mach's ja so schon besser als er, denn ich habe mich auf die gute Seite gestellt. Aber ich hatte schon Angst, wir können uns den Handschuh nicht mehr angucken. Das Talent zum Anzugflicken habe ich von Onkel Aaron geerbt. Also theoretisch, wenn man sich diesen Handschuh jetzt anguckt, ne, ist da ja gar keine Technik verbaut. Jetzt am Unterarm ja, aber der Handschuh selber, für die, also die Handfläche, ist einfach nur ein Handschuh mit ein bisschen Plastik drauf. Oder lackiertes Metall von mir aus im Matt, aber... No inspirations. Früher ist er oft zum Abendessen bei uns vorbeigekommen. Was hat er denn mit der Kamera? Kochen gelernt. Er spielte immer besser Gitarre als ich. Alte Sequencer, Sampler. Ja, das muss ihr Equipment gewesen sein. Ich find's witzig, dass der Prowler oder Onkel Darren, dass der hier so ein Geheimversteck hat, mitten in der Stadt, einfach in so einem U-Bahn-Schacht, wo scheinbar kein Wasser reinläuft. Weil hier ist ja auch kein Abfluss, ne? Also das... Ah, doch, hier. Genau hier drunter. Okay, ich nehme alles zurück. Aber dass das halt keiner mitkriegt, gerade wenn der hier auch noch Beats hört oder so. Und hier ist schon der Ausgang an der Brücke. Ich weiß ja nicht. Den hat Mom ihm auf dem Flohmarkt gekauft. Sie machten immer Witze über... Ich weiß es nicht mehr. Onkel Aaron hat überall Informanten. Er muss sein Netzwerk jahrelang aufgebaut haben. Ja gut, er ist jetzt einige Jahre kriminell, ne? Durch die Tür können wir nicht? Nee. Ja, schade Schokolade. Auf jeden Fall mal cool zu sehen, das Versteck. Ist auch sehr... Aber wo bezieht der auch den Strom her? Ich meine, hier ist alles angeschlossen, ja, aber... Ich meine, ich bin kein Elektriker oder so, ne? Also ich bin jetzt nicht vom Fach. Aber das Stromkabel, was da hinten hingeht und hier rumliegt. Ich weiß ja nicht. Also ich sehe jetzt nicht, dass der hier irgendwo eine Leitung angezapft hat. Okay. Aber cool. Jetzt haben wir auch wieder einen neuen Anzug. Das mit den Augen sieht tatsächlich echt geil aus, ne? Ich war ja beim Prowler-Anzug war ich eher skeptisch auf diesem kleinen Bild, aber...
Ist doch in Ordnung, ne? Hey, was? Wie hat er das gemacht? Du hast mich tierisch erschreckt. Wo ist meine Quanza Firegang? Ja, vielleicht lebt ihr in der Matrix und habt ein... Junge Dame, Fotos $5. Ne? Das habe ich genau gesehen. Ich habe hinten Augen. $5. In Uptown ist die Hölle. Sieht toll aus, Spidey. Quanza-Stimmung, wohin? Okay, das nehme ich auch hin. Das nehme ich auch hin. Der Gehweg ist rutschig. Außer sie möchten mir doch $5 geben. Lass Spider-Man durch. Entschuldigung. Ich hab dich Ich möchte jetzt nicht aufdringlich wirken, ne? Aber ich hätte trotzdem gerne $5 für das Foto. Habe ich genug Münzen für die Kinder? Nein. Aber $5. Oh, was bist du denn? Ein Riesenfan, ja. Oh, wir müssen los. Wir haben ein Verbrechen ganz in der Nähe. Oh Gott, diese quietschgrünen Schuhsohlen, ne? Oh je, da wäre ich fast überfahren worden. Haben wir einen anderen Webshooter jetzt auch? Das klingt so, oder? Oh, ich habe das Verbrechen verpasst. Autsch. Okay, jetzt ist vorbei. Ist egal. So, haben wir damit alles erledigt? Jein, wir haben alles bis auf dieses Ding hier. Kampfherausforderungen. Die müssten wir noch machen. Und für die Anzüge, wir haben hier noch Fertigkeiten. Schwinge mit A ein zweites Mal mit Netzschwung, ohne Höhe zu verlieren. Okay, gut. Drücke nach einem perfekten Ausweichmanöver gegen Gewehr- und Pistolenschüsse. Okay, den können wir noch nicht nehmen. Aber wir können ja hier schon mal... Oh, wir haben nicht genug. So, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen das hier unten an. Ich glaube, dann haben wir alles durch, bis auf die App, ne? Weil wir brauchen für ein paar Anzüge... Für die hier unten. Beende die Kampagne und schließe Nebenmission Katzenfreunde ab. Okay. Schalte früher aus, um einen Teil der ungenutzten Tarnenergie deiner Venom-Kraft zurückzuführen. Spider-Man Trainingsanzug. Den kriegen wir dann im neuen Spiel. Wenn wir ein neues Spiel starten. Und wir haben die Spinntraining-Herausforderung. Und den letzten Test. Dann haben wir den Anzug. Und damit hätten wir alle... Ach nee, hier. Die FSDN-App-Aktivitäten ab. Das müssen wir auch noch machen. Könnt ihr mal gucken. Hier, mein Auto Jemand ist weg. Jemand kann sein Auto nicht finden? Hoffentlich nicht gestohlen. Ja, wir gehen ja. So nach und nach so ein bisschen. Wir schwingen noch ein bisschen rum, ja? Das Finale muss warten. Spannung darf sich aufbauen. Jetzt müssen wir erstmal ein Auto organisieren, damit wir... Wir wollen alle Anzüge haben, ne? Das Spiel wollen wir schon komplett spielen. Mal sehen, wie ich hier helfen kann. Hallo, Ihr Auto ist weg? Ich komme gerade von einer Doppelschicht. Wollte in mein Auto, aber das ist weg. In 12 Stunden muss ich wieder arbeiten. Ich will nur heim und schlafen. Das bekomme ich hin. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Diese Piep-Piep-Fernbedienung? Ja, die habe ich hier. Piep, piep. Klasse. Dann finde ich mal Ihr Auto. Okay, also erstmal in ich die Richtung. Das Auto über das Signal des Schlüssels ordnen. Oh. Verdammte Markisen. Im Winter das Auto klauen. Das ist schon eiskalt. Buchstäblich und metaphorisch. So. Der ist aber eine ganze Ecke weg hier, ne? Boah, wo ist denn das Auto hin? Hier im Hafen. Ja, klar. Alle Autos, die geklaut werden, enden am Hafen. Sieht nach Ausschlachter aus. Das Auto ist jedenfalls hier. Okay, wir haben... Oh, da haben wir aber ein paar Leute. Okay, stealth-mäßig nach und nach versuchen, die Leute wegzunehmen. Oder... Full Action rein. Das Wichtigste überhaupt, Mann.
Gute Arbeit. Braucht gut. Am besten ist, wenn wir den wegnehmen. Allerdings. Leute, habt einem Sunny nach einer Doppelschicht das Auto geklaut. Wir gehen voll rein. Ich habe mich entschieden. Stealth-Modus ist mir hier ein bisschen zu umständlich. Dafür haben wir einfach zu viele Gegner. Nein, so funktioniert das nicht. Sorry, aber netter Versuch. Die Autos stehlen sich ja nicht von alleine. Einer muss es ja tun. Ja, wo würden wir landen, wenn hier keiner mehr Autos klauen würde, ne? Nachher würden die Leute noch einen Schlüssel stecken lassen oder so. Das ist ja Amerika, da liegt der Schlüssel in der Regel hinter der Sonnenblende. Das war's, Kleiner. Der sah doch lecker aus. So, einmal hochkommen hier. Oh, die fallen nur um. Hier, dein Motorrad, das muss nur... Oh Gott, das explodiert. Das muss er ja noch ausschlachten. Ja, warte. Hier hast du einen fahrbaren Untersatz. Oh, das war aber frech. Okay, warte, hier vorne war auch noch einer, ne? Uhu. Okay. Jetzt bin ich dran. Immer abwechseln. Du hast schon ein paar Mal. Oh. Du wolltest reden. Warte. Was willst du mir geben? Das will ich nicht haben. Liebe erledigt. So. Jetzt kann ich das Auto mit dem Schlüssel finden. Ja. Fahre ich den zurück? Kann nicht bald sein. Hallöchen, ich hab Ihr Auto. Ich schicke den Standort. Unglaublich! Hey, die Cops sind endlich hier. Vielleicht fahren sie mich ja zu dir. Okay. Danke nochmal, Spider-Man. Ich sag allen, wie toll deine App ist. Aber erstmal gehe ich schlafen. Ja, das mach mal. Krieg ich ein bisschen Trinkgeld? Hey, der hat ein Lunchpaket unten im Fußraum. Wer hat's gesehen? Okay. Mein Werk hier ist getan. Nice. Hier ist irgendwo noch direkt Bösewicht. Mehr, Spider-Man. Los, mach die Fliege. Er hier, oder was? Nee, jetzt wird mir auch keiner mehr angezeigt. Okay. Ich kann vor der Polizei machen, was ich will, ne? Verschwinde, Spider-Man. Du hast die Beweiskette echt schon genug verheddert. Was? Ich hab hier alles vernetzt. Ja? Die ganzen Beweise habe ich vernetzt. Bis auf das Motorrad. Das war vorher schon kaputt. Okay. Wollen wir noch eine App machen? Der zeigt mir halt doch an, da ist noch was Böses. Das ist der, den ich markiert habe, ne? Das stört etwas den Funk der Notfallrettungskräfte. Sollte ich mir ansehen. Was haben die denn gegen die Not... gegen die Rettungskräfte? Ohne die, alles im Eimer. Da gibt's keine Hilfe mehr. Okay. Ich denke, ihr wolltet mit mir reden. Ihr habt ja nicht umsonst jetzt, versucht, mich anzuhalten. Verwundet!
Nein, tust du nicht. Ha, der war doch mal nice. Schönes Ding. Schönes Ding. Entführerteam ist erledigt. Der war doch mal richtig lecker. Das sah doch mal ordentlich aus. So, jetzt müssen wir weiter. Strom, Funk, was war das? Irgendwas ist gestört, ne? Bei den Rettungssanitätern ist irgendwas gestört. Oh, wir gucken mal durch. Ist ein bisschen schade, der macht nicht allzu viele Tricks, ne? Außer Kontrolle. Oha. Oha. Nee, das ist mir zu heiß. Die Angelegenheit ist mir zu heiß. Ach, komm schon, Beils. Zivilisten sind sicher, aber das Feuer ist außer Kontrolle. Bitte melden. Spider-Man, Gott sei Dank. Irgendwas stört den Notfallfunk. Wir können die Feuerwehr einfach nicht erreichen. Ist noch jemand da drin? Nein, wir haben alle rausgeholt. Aber ohne Hilfe wird das Feuer überspringen. Hörst du das? Nur Rauschen. Ich kann die Quelle sicher finden. Keine Sorge, ich stelle ihren Funk wieder her. Je schneller ich die Quelle finde, desto schneller ist die Feuerwehr hier. So, dann wollen wir doch mal schauen. Der Underground? Hat der möglicherweise seine Finger mit im Spiel? Die Signalstörung kommt von da vorne. Ah, wir gehen hier einmal hoch. Hier haben wir das Polizeirevier. Echt, in der Nähe vom Polizeirevier? Da vorne. Aber das ist nicht der Underground. Und ich höre nur Rauschen. Das mit dem Tower hat wohl funktioniert. Die Versicherung zahlt nur, wenn alles hinüber ist. Also sorgt dafür, dass das mit dem Rauschen so bleibt. Versicherungsbetrug. Für einen Versicherungsbetrug? Das geht gar nicht. Hey, weißt du wirklich, was du da tust? Ja, ich habe mir ein Video dazu angeguckt. Ernsthaft, im Internet findet man zu allem eine Anleitung. Okay. Eigentlich sollen wir uns ja beeilen, aber... guckt gerade keiner. So, das sind ja nicht so viele, ne? Das wird ein süßer Zahltag. Okay, für hier uns. Reicht das nur für einen Netzschlag. Wir müssen nur noch ein bisschen abwarten. Wenigstens besser als hey, ich kann mich nicht bewegen! Spider-Man, wenn ihr mal... Tut mir leid. Hättet ihr euch mal für die Spider-Man-Versicherung entschieden? Ach Mensch, ich wollte den einen noch schmeißen. Geh mal runter. Okay, jetzt haben wir. Jetzt aber. So, und der letzte. Für dich habe ich was Besonderes. Wo willst du hin? Ohne Strom kann der Funk nicht funktionieren. So. Ich muss den Generator aufladen. Immerhin war das der Einzige, der geschossen hat, ne? Noch eine Störungsquelle. Da müssen noch andere beteiligt sein. Da oben, oder was? Nee. 1000 Meter entfernt? Ein paar Kerle wollen das Haus für einen Versicherungsbetrug abfackeln. Deshalb stören sie den Funk. Wie bitte? Sie bringen Leute in Gefahr. Ja, was macht das Feuer? Es wird bald auf die Nachbargebäude überspringen. Und ich erreiche die Feuerwehr immer noch nicht. Bald sollte es wieder gehen. Halten Sie durch. Ich sag Bescheid. Alter, wie weit sind die denn weg? Nochmal 700 Meter. Das muss doch der Turm hier sein, ne? Hier vorne? Nee, noch weiter. Wow. Das ist aber eine Ecke entfernt. Das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Mehr hier hin. Nicht mehr weit.
Warte! Ah! Oh Gott, ist das ewig weit weg. Was hast du gemacht? Warum denkst du immer, dass ich an allem schuld bin? Was soll das? Beeilung! Der Funk muss endlich wieder funktionieren. Das Geld ist uns so gut wie sicher. Und es wird die... So, er sagt, das muss schnell gehen. Ein dicker... der ist aber... Der ist ein Stück geflogen, ne? Irgendwie gefällt mir das mit diesem Prowler-Spider-Man-Anzug. Die Augen sehen so mega geil aus bei den Angriffen. Geh wieder runter. Na, du wirst doch nicht. Habe ich? Oh, souverän gemeistert. So. Das war's schon. Und das war jetzt simpel, ne? So, ich glaube, das war's. Ich sollte nach dem Feuer sehen und den Funk überprüfen. Hey, geht der Funk wieder? Ich höre alles laut und deutlich. Ich habe die Zentrale erreichen können. Die Feuerwehr kommt gerade. Und hoch hinaus. So, gut, einmal nach dem Feuer schauen. Wollen wir mal sehen, ob das was gebracht hat. Aber was auch sonst, ne? So. So, wir sind gleich da. Das Feuer ist gelöscht. Ah, eine heiße Angelegenheit war das. Oh, er hat uns noch was zu sagen? $5. Die Feuerwehr konnte den Brand gerade noch rechtzeitig löschen. $4. Meine App kriegt definitiv 5 Sterne. 2,50. Keine Ursache. Und bitte weiter so. Je mehr Leute die App verwenden, desto sicherer wird New York. Ich werde allen davon erzählen. Nein, gib mir eine Umarmung. Danke nochmal, Spider-Man. Irgendwas. Kann ich das Stethoskop haben? Oh, ich kriege echt gar nichts von den Leuten. Nix. Ehrenamtlicher Superheld. Wie kacke ist das denn? So was ist den Feuerwehrmännern vorenthalten. Als ehrenamtlicher Superheld. So. Das wäre es aber gewesen heute von Miles Morales und meiner Wenigkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut da rein, macht es gut, ciao.